Hallo Ladies, heute freue ich mich ganz besonders, dass Sie da sind, weil ich habe heute, wie ich finde, ein eigenartiges, ein lustiges, ein überraschendes Thema für Sie. Und zwar, es geht in der Reihe Barbaras Lexikon, Tipp Nummer 18, um das Thema, wie kann ich mein Kurzzeitgedächtnis verbessern? Ja, das ist so ein Ding. Manches Mal erinnert man sich an Ereignisse, die ewig lang her sind, aber mit dem Kurzzeitgedächtnis, da hört es manches Mal auf im Alter und relativ früh manches Mal. Man merkt einfach, da lässt was nach. Da können Sie ganz gut dagegen steuern und zwar mit einer wirklich interessanten Methode. Bis gleich. Barbara F. Ich habe vor einer Weile einen Artikel gelesen über eine japanische Trainingsmethode für den Kopf und ich fand den unglaublich lustig und spannend und habe das dann angewendet und ich sage Ihnen, das ist wirklich der pure Erfolg. Es geht um die japanische Methode Shishakango. Ich spreche es zu 100% falsch aus, aber entschuldigen Sie das bitte. Es ist eine Methode, die ist für die Eisenbahn erfunden worden. Und zwar, die hatten eine derartige Fehlerquote, weil ganz viele Abläufe einfach routiniert waren. Und das ging so, dass man hat es halt einfach gesagt, das lief so. Man hat nicht aufgepasst und es gab wahnsinnig viele Unfälle. Dann haben die sich was überlegt und die Japaner sind ja wirklich bekannt dafür, dass sie sehr viele mentale Trainings entwickeln und man hat festgestellt, es ist ein Aufmerksamkeitsdefizit. Und durch dieses Aufmerksamkeitsdefizit, wenn man das schult, könnte man das Gedächtnis schulen. Das ist sozusagen hintenrum eine Kurve, die dabei rauskommt. Jetzt erkläre ich Ihnen, wie das geht. Sie machen praktisch, indem Sie Dinge, die Sie tun, indem Sie die benennen und indem Sie das zeigen. Also die Japaner machen gestenreiche Gebärden und alles Mögliche und sagen, ich nehme jetzt meine Geldbörse. Das tun sie natürlich nicht, sondern sie schalten und drücken Hebel und solche Dinge und machen sich das ganz bewusst, rufen sich das in ihr nicht automatisches Gedächtnis oder in ihren nicht automatischen Kopf rein und wissen dann ganz genau, ich habe jetzt den grünen und jetzt habe ich den roten Knopf gedrückt. Benennen und deuten. Also sie nennen es Calling and Pointing. Also man zeigt, was man tut und man sagt es. Und ich kann Ihnen sagen, es ist wahrscheinlich gar nicht dafür entwickelt worden, dass man sich Dinge merkt oder dass man das Kurzzeitgedächtnis verbessert. Aber es passiert dabei. Wenn ich sage, ich lege jetzt meinen Schlüssel auf dieses Board, dann bin ich mit meinem wachen Verstand dabei und habe das wahrgenommen. Viel besser, als wenn ich den einfach so irgendwo hinlege und hinterher rotiere ich rum und denke mir, meine Güte, wo habe ich denn meinen Schlüssel? Ich weiß das zu 100%, wenn ich sage und deute, ich lege meinen Schlüssel auf dieses Board. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, das Kurzzeitgedächtnis zu trainieren. Und es gibt auch diese Klassiker. Das letzte Mal habe ich Ihnen ja auch schon einige Methoden gezeigt, das Gedächtnis zu trainieren. Aber was ich ganz entscheidend finde an dieser Methode ist, dass ausschließlich die Aufmerksamkeit. Und das ist eigentlich das, woran es im Normalfall immer hapert. Man tut sowas so nebenbei. Und in dem Moment, wo man merkt, dass es mit dem Kopf ein bisschen weniger wird, sind so Automatismen ganz schlecht. Man muss es wirklich ins Präsens holen und man muss es im Präsens machen. Und dadurch, dass ich es bezeichne und hindeute, summiere ich natürlich diese Aufmerksamkeit und ich bin wirklich im Präsens. Der Mensch ist nicht so konstruiert, dass er zwei Gedanken zur gleichen Zeit haben könnte. Das funktioniert einfach nicht. Und wenn Sie das denken und zeigen, dann sind Sie mit dieser Aktion beschäftigt und Ihr Hirn kann im Moment nicht abwandern. Also ich finde das eine super Methode. Probieren Sie es mal. Ich habe im Moment ein so gutes Gedächtnis für die Dinge, die man so permanent automatisch tut und dann vergisst, es ist einfach nur phänomenal. Sie können sich sagen, ich stelle jetzt die Milch in den Kühlschrank, deuten dahin und wissen hinterher, wo Sie Ihre Milch finden. Und diese,
diese kurzen Dinge, die so wenig in der Vergangenheit waren und die automatisch gehen, die kriegen dadurch eine jetzt eine Präsenzbedeutung und bleiben ihnen im Kopf hängen. Übrigens, diese Methode hat in anderen Ländern nicht so sehr viel Nachahmer gefunden, außer in New York. Die New Yorker Bahnen haben anscheinend, zumindest habe ich das gelesen, die New Yorker Bahnen haben diese Trainingsmethode auch übernommen und konnten die Fehlerquote um 85% senken. Also das ist schon eine Hausnummer, wenn man dann so viel weniger Fehler macht. Super simpel, super einfach, macht richtig Spaß. Und wenn Ihre Umwelt glaubt, Sie sind ein bisschen gaga, dann erklären Sie ihnen das und möglicherweise kriegen Sie Fans für diese Methode. Danke, dass Sie da waren und viel Spaß bei den nächsten Filmen.